Eins fehlt uns noch zu unserem Glück im 100er Cup. Und zwar ein Goldpokal im Pilz Cup. Ja, ganz einfach. Wir haben den Pilz Cup vom 100er Grand Prix nicht sehr erfolgreich absolviert. Deswegen fahren wir den jetzt nochmal mit Mario. Oh, um nochmal sicher zu gehen. Irgendwie kann ich doch keine Cards benutzen. Bisschen verwirrt, aber... irgendwo werden sie schon sein. Das ist wirklich auch eine meiner Lieblingsstrecken. Ich mag diese Kurve am Ende, wo wirklich ein Boost nach dem anderen kommt. Das ist der absolute Hammer. So, und diesmal verkacke ich den Start nicht. So, sehr schön. Aus dem Weg. Ich bin hier der Chef. Na, wo bleibt der Große? Ja, das lohnt jetzt nicht. So macht man das. Jawohl. Bisschen verkackt die Stelle, aber das macht überhaupt nichts. Erster Platz ist erster Platz. 37 Sekunden. Für die erste Runde. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das jetzt gut ist oder so. Nein, geh weg. Geh weg, ich mag nicht spielen. Oh, was sehen meine Augen? Jawohl, perfekt. Die Kurve gekriegt. Hätte gar nicht besser laufen können. So. Eine heben wir uns auf jeden Fall mindestens mal auf. Für den Fall, dass uns ein roter Panzer... Oh, ich wollte eigentlich nur die Shell abgreifen. Naja, für den Fall, dass uns dann nochmal was erwischt, ne? Sehr schön. Wunderbar. 1,44 für die komplette Strecke. Na dann. Nächstes Rennen. Ist doch ganz erfolgreich gelaufen. Meine Hoffnung für einen Sternerang besteht auf jeden Fall. Die Kuhmobile. Erinnert mich immer ein bisschen an die... ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Auf jeden Fall auch eine Weide in Mario Kart 64. Ich muss mal gerade hier mein Popschutz festschrauben. Den hat es ein bisschen weggehauen. Wenn ich ausraste hier, dann bleibt halt kein Stein auf dem anderen. Nein, der löst sich halt, wie das halt so mit festgeschraubten Dingen ist, ab und zu mal von seiner... Position, beziehungsweise die Schraube lockert sich halt einfach mal. Und dann ist da bei im wahrsten Sinne des Wortes bei mir eine Schraube locker. Was? Das hat mich alle drei Bananen gekostet? Ich fass es nicht. Könntet ihr das vielleicht unterlassen? Mich hier so zu untergraben, liebe Maulwürfe? Das ist nämlich nicht nett. Das macht man nicht. Ihr könntet mir ja unter meinen nicht vorhandenen Rock gucken. Jetzt ernsthaft? Oh mein Gott, der war so schnell. Ich konnte gar nicht reagieren. Dein Ernst? Ich lenke extra um die Kuh rum und du schubst mich rein. Oh mein Gott. Ich fass es nicht. Ich bin wirklich fassungslos. Kommen wir zum Thema von heute. Wird langsamer Zeit. Euer Lieblingsitem. Sowohl bei den alten Mario Karts als auch bei den neuen Mario Karts. Vor allem bei dem ganz neuen Mario Kart. Das werde ich dann aber auch, denke ich mal, in einem Part von Mario Kart 8 nochmal ansprechen. Würde mich echt mal interessieren, was euer Lieblingsitem ist. Meiner ist definitiv der rote Panzer. Der rote Panzer ist einfach so das Allheilmittel gegen irgendwelche Deppen, die einen versuchen zu überholen. Und dann denkt man sich so, lass ihn nur machen. Er wird schon sehen, was er davon hat.
Deswegen roter Panzer. Pflicht. Ah. Oh. Meine Güte. Ich gewinne das aber noch. Ich gewinne das noch. Oh, süße kleine Kuh. Sieht fast aus wie Bertha. Mario. Relativ gute Leistung. Hätte knapper sein können. Ist es Gott sei Dank nicht geworden. Mein Magen knurrt. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Im Teamspeak, beziehungsweise wenn ich bei anderen Leuten zu Gast bin, dann hört man das immer nicht. Gott sei Dank. Wegen der Sprachaktivierung des Teamspeaks. Aber wenn ich selber aufnehme, dann hört man ihn, glaube ich, manchmal ein bisschen brummeln und sich beschweren. Und ich glaube, ich muss mir gleich mal eine Packung Asianudeln in die Pfanne hauen. So richtig schön crossbraten. Ja. Dann sind wir auch schon wieder beim nächsten Thema. Ja, das mit dem Lieblingsitem, das ist ja eigentlich relativ schnell geklärt oder so. Schreibt einfach in die Kommentare, welches und warum vor allem. Und vielleicht die lustigste Aktion, die ihr damit schon zustande gebracht habt. Das wäre auch mal ganz interessant. Oh, geh weg. Wow, was zum Geier. Donkey Kong? Du machst dir gerade keine Freunde hier. Das war in allerletzter Sekunde. Der hätte mich noch voll erwischt, obwohl ich gerade noch in der Luft war. Wie man ja an Donkey Kong unschwer erkennen kann, ne? Also ich glaube, Mario Kart 8 wird richtig nice, ja. Ich habe mich schon richtig gut eingefahren, muss ich sagen, wenn man so zum Vergleich zu vorher... Es hat, ich weiß, einige Parts gedauert. Daran müsst ihr mich nicht erinnern. Aber ich kann inzwischen diesem Poe ausweichen. Ich kann Starts hinlegen. Und das ist doch die Hauptsache, ja. Den blauen Panzer könnte ich bestimmt auch ausweichen, wenn ich zur rechten Zeit das rechte Item hätte. Nicht da reinfahren. So. Mitlenken! Ja. Look at this. Schon richtig gut, ne? Aber ich wollte mit euch mal über Küchengeräte reden. Nur so ein kleiner Schwenk. Nichts Großartiges. Ich habe so eine Pfanne. Ja. Die ist eigentlich extra dafür da, wo wir beim Thema wären mit den gesunden und ungesunden. Dass man ohne Fett kochen kann. Also braten. Ohne Fett braten. Fett ist ja nur der Geschmacksträger schlechthin. Ja, und braucht man auch eigentlich so, denke ich mal. Oh Gott. Das hat mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Scheiße, Donkey Kong überholt mich. Das ist doch nicht wahr. Das kann doch wohl nicht sein. Ernsthaft? Donkey Kong! Ich werde dich finden und lynchen. In der nächsten Runde kriegst du es mit mir zu tun, ja? Boah, ey, übel. Ich liebe den Pilzcup, wirklich. Das ist wirklich sehr schöne Strecken. Aber wirklich, das ist doch gerade echt... Ich dachte, das Ding haut ihn so richtig schön weg, dass ich noch vorbeiziehen kann, aber nein. Naja, auf jeden Fall diese Pfanne, die ich da habe. Wer möchte schon ohne Fett anbraten? Also, wer möchte es wirklich? Nicht, wer meint, er müsste. Sondern wer ist wirklich der Meinung, dass das dann besser schmeckt, wenn man kein Öl oder Fett in die Pfanne tut? Wirklich. Ganz ehrliche Aussagen hätte ich gerne. Ganz ehrliche. Ich meine, Geschmacksträger und so. Und wer weiß, wie ich koche, der weiß, dass man normalerweise mich dafür einbuchten würde, wie ich koche. Wenn es denn strafbar wäre, ungesund zu kochen. Also, was die Gesellschaft unter ungesund versteht eben, ne? Weil, wer schon mal meine Cupcakes probiert hat, der weiß, wovon ich rede, wenn ich meine Zuckerschock. Und wer schon mal meine Rippchen probiert hat, der weiß, was ich meine mit temporärer Fettleber.
Oh Mann, das ist doch nicht wahr. Ja, es ist, also, wir hatten es schon mal, wir haben Rippchen gegessen, weil wir wollten unbedingt Rippchen haben. Und sind dann an einem Tag drauf zum Blut abnehmen. Die Frage des Arztes daraufhin war, ob wir noch leben. Weil die Fettwerte, die Leberfettwerte sowie die Blutfettwerte nicht so der Burner waren. Also es war schon... Ha. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was? Dein Ernst? Mehr als grenzwertig. Ja, auf jeden Fall diese Pfanne. Ich habe sie echt eigentlich nur deswegen... weil mir sonst immer alles anbrennt, wenn ich zu scharf anbrate im Fett. Also benutze ich diese Pfanne eigentlich nur dafür, dass, wenn ich was mit Fett mache, dass mir die Sachen nicht anbacken und dann trotzdem schön knusprig werden können. Weil ich habe gerne meine Asiennudeln knusprig. Aber wenn ich sie so lange drin lasse, in der normalen Pfanne, dass sie wirklich knusprig werden, dann, sind sie meistens auch schon schwarz. Von daher habe ich gedacht, brauche ich so eine Pfanne. Einfach nur, damit mir das Zeug nicht anbrennt. Und jetzt denkt jeder, ich würde so pseudo-gesund-mäßig. Dann sage ich immer, nee, nee, da kommt immer schön Fett bis unter den Rand. Okay, nicht bis unter den Rand. Nein! Fahr! Fahr! Oh mein Gott. Ah. Oh. 57, die altbekannte Zahl. Zieht sich wie ein Fluch durch das Let's Play. Zumindest im 100er Grand Prix. Erster Platz, hä? Huh? Goldcup im Goldpokal im Pilzcup so mit Sternrang, obwohl wir nicht die volle Punktzahl haben. Das ist wirklich sehr genial. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part endlich mit den 150ern und wahrscheinlich werde ich wieder über das Essen reden. Weil ich habe so Hunger. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!